Hi Leute, ich bin jetzt auf dem Weg zum Benther Berg. Es ist jetzt schon spät Nachmittag, später Nachmittag so. Ich weiß nicht, wie lange ich zum Hochstrampeln brauche oder ob ich es überhaupt hochgestrampelt hinkriege oder ob ich wieder schieben muss, weil das dauert natürlich auch alles seine Zeit, bis ich oben bin. Vielleicht schaffe ich auch tatsächlich nur eine Abfahrt, aber auf die nehme ich euch auf jeden Fall mit, weil das ist echt für Benther Berg, die Strecke, die ich kenne, echt, die ist echt cool. Bis dann. Ja, hier haben wir meinen neuen Heckträger, den Eckler Porti. Einfache Befestigung auf jeden Fall, universell einsetzbar an verschiedenen Fahrzeugen. Ich finde, dass das Rad mega stabil einfach da dran oder da drin sogar hängt in diesen zwei Streben. Finde ich persönlich auch viel, viel besser als den Heckträger, wo ich hinten meine Fahrräder auf eine Schiene gestellt habe. Und wenn man es heute sagen muss, nein, ich habe es selbst gekauft, es ist keine Werbung in dem Sinne, die bezahlt wird. Einfach komplett im falschen Gang. Ich würde sagen, ich habe 50% hochgeschoben und 50% bin ich gefahren. Oh shit, here we go again. I'm so in love with you. I'm so in love with you. I'm so in love with you. I'm so in love with you.
jetzt hochkomme. Ich habe überlegt, ob ich am Wochenende zum Benterberg nochmal fahre mit Flo. Aber jetzt, wo ich mich wieder an dieses Scheißstück erinnere, zum Hochschieben, nee, danke, fahre ich lieber in Deister. Jetzt wird es schon wieder windig. Wenn ihr Sachen besser in Erinnerung habt als die Bahn. Ich fand es halt echt nicht so gut gerade. Vielleicht fand ich es auch nicht so gut, weil ich hier so viel gesehen habe. Weil die Sonne teilweise geblendet hat. Oder weil so viele Blätter gelegen haben. Ja. Die Strecke ist auch ein bisschen anders. Ich habe die echt anders in Erinnerung. Ja, ich weiß auch nicht. Hallo, dürfte ich einmal bitte vorbei? Dankeschön. Hallo, dürfte ich einmal vorbei, bitte? Dankeschön. Hallo, dürfte ich einmal vorbei, bitte? Dankeschön. Was für eine Enttäuschung. Dafür bin ich eine halbe Stunde gefahren und habe mich da mit meinem Fahrrad und Heckträger auseinandergesetzt. Na, jetzt weiß ich wenigstens, wie es geht. Fürs nächste Mal. Hat ja auch was Gutes. Ja, nochmal am Ende. Falls jemand Lust hat, irgendwie mal was zu starten oder nach Corona natürlich. Ach, Dori! Outros. Ich mache hier gerade ein Outro. Okay. Ja, wie könnte mein Outro noch aussehen? Schreibt's in die Kommentare. Nein, das sagt ja jeder. Nein. Also, falls ihr noch mal Bock habt, irgendwie bei Insta zu schreiben oder irgendwie, keine Ahnung, ich schaue mir eure Seiten an, ihr schaut meine Seite an, wie auch immer, in Austausch kommen, dann meldet euch, keine Ahnung. Tschaußen. Nobody cares.